Die sieben Roll-Ups, nennt man das heutzutage, die jetzt hier im Foyer des Remscheider Rathauses stehen, waren am Sonntag beim Festgottesdienst und Gedenkgottesdienst in der Esche auf dem Hohen Hagen ausgestellt. Jetzt sind sie hier noch bis zum 15. August zu sehen und sind dann im Angebot für Schulen, Kirchengemeinden etc. Genau. Und die es gerade genau gesagt hat, ist die Denise Hofmann vom Stadtmarketing und sie hat diese Ausstellung zusammengestellt. Wie sind Sie darauf gekommen? Ich habe damals ein Buch über meine Oma geschrieben, vor circa ungefähr 2 Jahren. Und sie hat immer super viel von ihrem Leben erzählt, aber natürlich auch total viel aus dieser Nacht. Und das auch sehr gerne und auch zum Glück, weil viele alte Menschen ja nicht mehr so viel darüber erzählen. Und und dann dachte ich mir, warum denn dieses Thema nicht mal jüngeren Leuten näher bringen? Und gerade weil diese Veranstaltung, also die Gedenkveranstaltung an diese Bombennacht, in meinem Aufgabenbereich liegt, dachte ich, dass ich da, sich das ja jetzt 80 Jahre gejährt hat dieses Jahr, nutzen kann, um das dann in quasi Roll-Ups zu verpacken und den jüngeren Leuten somit nahe zu bringen. Ich habe meine Oma einfach, weil es mir auch natürlich am Herzen lag, mit eingebaut. Und dachte mir, es ist ja immer gut, dann auch persönlich eine Zeitzeugin noch zu kennen. Gerade weil sie jetzt im März mit stolzen 94 Jahren verstorben ist, war es mir dann wirklich sehr wichtig, sie dann da auch noch mal mit reinzubauen. In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1943 gingen am Abend die Sirenen. Wir sprangen aus dem Bett heraus und mein Vater guckte aus dem Fenster und sagte: Oben über der Stadt, da steht der Leuchtturm und runter in den Keller, so wie wir sind. Der Luftschutzkeller, wo wir alles hatten, unsere ganzen Sachen, Kleidung und so weiter. Wir gingen runter in den Keller und da prasselten schon die Bomben von oben hinunter. Wir guckten oben aus dem Fenster raus und da sagte mein Vater: Das Haus brennt, wir müssen raus. Neben uns schlugen die Bomben ein und das Einzige, was noch da stand und einigermaßen schnell zu erreichen war, war die städtische Badeanstalt. Die konnten wir nur über die Palmstraße erreichen, wo jedoch eine Bombe bereits eine Schule getroffen hatte. Durch die Zerstörung lagen die Trümmern überall auf der Straße verteilt und dort mussten wir drüber klettern. Dabei schlug ich mir mein Bein auf. Das Blut lief am Bein herunter. Jedoch konnten wir uns in dem Moment keine Gedanken darum machen, weil wir schnell weiterlaufen mussten. Die Treppe runter und in die Badeanstalt hinein. Dort war eine Rettungsstelle. Obwohl die Wunde sehr tief war, habe ich lediglich einen Verband bekommen. In der Badeanstalt lagen Menschen in den Wannenbädern und auf der Erde, halb tot oder tot. Mein Vater hat uns abgesetzt und ist zurückgelaufen. Er hat Leute, die tot im Keller lagen, rausgeholt und andere wurden aus den Kellerfenstern gezogen. Jetzt haben ab dem 15. August die Schulen dann Zeit oder die Gelegenheit, sich diese Ausstellung auszuleihen. Und wie sind Sie an die historischen Fotos gekommen? Da habe ich tatsächlich mit dem Stadtarchiv zusammengearbeitet. Habe mich da ein paar Tage hingesetzt, habe recherchiert, habe mir die schönsten Bilder rausgesucht, danach digitalisiert und mit eingebaut. Einfache Arbeit in dem Sinne, wie man sich das Ganze dann digitalisiert und so weiter. Schwere Arbeit, zu gucken, dass das Ganze irgendwie zu den Texten, zu dem Thema passt, dass das auch sehr eindrucksvolle Bilder sind, weil da waren tatsächlich auch Bilder bei, wo man Schutt und Asche sah, aber nicht so eindrucksvoll, wie ich es quasi vermitteln wollte. Ab dem 15. können, wie gesagt, die Schulen auf uns zukommen und einfach zum Stadtmarketing kommen und dann die Ausstellung können sie sich dann ausleihen, wenn sie dieses Thema dann im Unterricht auch durchnehmen.